Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Soul Crush Kung Fu World. Ich werde das Spiel mal starten im Vollbetrieb machen. Und dann müsste es auch gleich losgehen. Ich glaube, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe es jetzt gerade nur installiert. Ich habe nicht geschaut, ob ich schon einen Account habe, aber ich denke nicht. Deswegen warten wir mal einen Moment. Hier kann man auch ein Intro, glaube ich, anschauen. Mit Facebook melden wir uns an. Als Stefan. Okay. Und wir sind drinnen. Willkommen! Du sind die Welt. Ach, gibt's noch eine Welt? Scheint ganz neu zu sein, das Spiel. Nee, gibt's mehr. Der wird mir vorgeschlagen. Dann bleiben wir noch bei denen. Drücken einmal Enter. Okay, was haben wir ein schönes hier? Wir haben hier einen Krieger. Musizieren? Swordman? Ist doch auch ein Krieger, oder nicht? Prinzessin? Ich denke mal, ich werde spielen. Den Schwertmann. Eigener Name. Red Dog. Gibt's den? Okay. Anscheinend gibt es Red Dog noch nicht. Dann gibt es ihn jetzt. Ah, sonst kann man Charakter nicht auswählen. Man kann also nur diese vier Charaktere auswählen. Alles auf Englisch, okay. Kein Problem. Kapitel 1. Der läuft automatisch, das ist gut. Kämpfen tut er auch automatisch. Ist auch gut. Kann ich auch mal hier so die Sachen anklicken. Ich würde eigentlich auch interessieren, was die Prinzessin eigentlich kann. Skip. Video anschauen. Wer das Spiel interessant findet, der kann sich das ja mal selber runterladen, anschauen. Aber ich bin ja jetzt hier erstmal nur, um zu schauen, wie das Spiel ist. Und nicht alles zu zeigen, wie die ganzen Dingens hier sind. Intros und die ganzen Zwischenszenen. Die kann man sich ja dann selber durchschauen, anlesen. Durchschauen, anlesen, durchlesen, durchschauen und so weiter und so fort. Aber soweit eigentlich eine sehr gute Grafik.
kleiner Boss, der erste. Geschafft. 3 Sterne. Tier 1. Aufleveln. Okay. Neue Fähigkeit. Oh, entfernt. Oder sowas. Feuerwerk, nice. Also bislang sieht das Spiel optisch sehr gut aus. Von Spielen her muss ich nicht viel machen. Nur die Geschichte anschauen und das Spiel tut ja alles von allein. Die Zeit läuft ja auch automatisch ab. Also können wir das eigentlich starten und laufen lassen. Dann bist du wahrscheinlich auf 200. Ich bin jetzt schon 20. Ich kann bei VIP was machen. Nee. Level 21, Level 22. Ach, jetzt habe ich es unterbrochen. 23, 24. Oh, Flügel gibt's auch. Kann ich fliegen? Ja. Ah, immer nur ein paar Sekunden. Was machen wir, musst du schauen. Okay, 451, 470, ich muss glaube ich Level 31 werden.
Okay. Soll ich das benutzen? Tausender Kombi. Was ist in der Tasche? Ah, mein Ring ist besser. Obwohl ich kann den doch da anziehen eigentlich. Oder tragen. Hier, 1100. Das wird gerade ein bisschen langweilig. Da steht ein roter Punkt, aber was das bedeutet, weiß ich nicht. Ah, ich habe da drauf drücken müssen. Na egal, jetzt habe ich Level Up. Kann man hier auch heiraten in dem Spiel? Wie es aussieht, würde ich sagen, ja. Dungeon. Okay. Oh. Die Tasche soll ich klicken. Machen wir das. Okay. Sehr interessantes Spiel. Gute Grafik. Man muss nicht viel machen, man kann sie ganze Zeit laufen lassen. Ich kriege Geschenke. Geschenke. Level. Fertig. Der lacht. Dafür muss er bezahlen. Der lacht über mich, aber fällt selber um nach 3 Schlägen. Naja. Jetzt noch die Flügel aufleveln. Selber nochmal aufleveln. Hm. Dann habe ich hier so ein paar Trommeln.
Oh. Kapitel vorbei. Denke ich mal. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Kann ich nochmal wieder sagen. Die Story weiß ich zwar jetzt nicht genau, wie die ist, aber ich denke mal, das ist bestimmt auch eine interessante Story. Haben sich wahrscheinlich sehr viel Mühe gegeben damit. Das ist alles immer noch das Tutorial. Gut, ich möchte das Tutorial durchspielen. Schon 58. Okay. Geht das so gut? Tastatur? Schade. Naja. 3 Sterne. Und wieder neuen Feature. Einmal drehen. Ein Geschenk. Oh, ich darf nicht mehr drehen. Schade, schade, schade. Sterne. Oh, ich habe was gewonnen. Eine Fähigkeit. Oder die stärker geworden, besser gesagt. Oh, blaue Flügel jetzt. Gut, 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 gut. Level. Automatisch alles Level. Komm ich vor 100.000? Na und?
Nein. Schade. Nicht über 100.000. Meine neuen Flügel sind blau. Mit Voice Chat. Hier ist 100.000? Immer noch nicht. Hier 200.000. Fast 90.000. Fast. Wenn ich 100.000 erreicht habe, meine CP, also meine Charakter-Power heißt das bestimmt. Und dann bin ich fertig. Massage. Okay, jetzt kommen wir über 100.000. Passt auf. Es geht jetzt ganz schnell. Ach, jetzt Kapitel 2. Was war denn das vorhin gelesen? Bestimmt wieder so eine Zwischenszene gewesen. Ach, immer noch keine 100.000. 100.000. Immer noch keine 100.000. Neunzigtausend. Zweiundneunzigtausend. Sechsundneunzigtausend. Komm schon, jetzt aber bezahlen. Soll ich mir die XP nehmen? Ach komm, nehmen wir mal 2 XP. Ach so, dann muss ich bezahlen. Na dann nehme ich nur das Geld. Und wo ist die 100.000? Wo ist die 100.000?
geht nur nach rechts oder nach links. Wenn ich loslasse, macht er gar nichts. Okay. Drei Sterne bitte. Sagt doch. Okay. 100.000, 100.000. Komm schon. Und 100.000, okay. Wir haben die 100.000 erreicht. Mein Ziel ist erreicht worden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gespielt habe. Aber das seht ihr ja. 100.000 erreicht. Und dann werde ich das Spiel jetzt verlassen. Der sagt, dass wir auf die Flügel drücken. Das mache ich auch nochmal kurz. Auf die Flügel drücken. Vielleicht kriege ich ja nochmal neue Flügel. Ich habe ja jetzt noch die blauen. Das nächste wären, glaube ich, die roten gewesen. So, 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 da, was ist das hier? Okay, und das hier. AFK, okay. Okay. Man kann sich AFK melden, dann steht da eine Stunde automatisch weiter, auch nice. Zwei Stunden. Ich habe gerade gehört, dass das Essen fertig ist. Das passt doch gut eigentlich. Ich muss aber auch schnell die roten Punkte hier einsammeln. Eine Minute! So. Einsammeln, alles einsammeln. Was haben wir hier noch? Das einsammeln. Hier haben wir noch das als auch Level einsammeln. Ja, okay. 35, 40, okay. Hier noch die Flügel. Die roten Flügel habe ich jetzt. Oder noch nicht. Auch gleich. Los, 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 los. Da sind die roten Flügel. Flügel aufleveln. Immer noch die blauen. Ich habe doch schon die roten. Naja, egal. Story überspringen. Und das nochmal schnell. Und habe ich denn jetzt schon wieder? Ich komme hier nicht weg. Ah, da nochmal. Zack, 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 zack. Fertig. Okay. Jetzt. Da. Super Essen. Was muss ich denn hier drücken? Gut, so, ich beende es jetzt, um der rote Punkt war es denn. Kann ich nicht beenden. Dann muss ich das doch mit F klein machen und einen harten Stopp machen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei nichts mehr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.